Franco van Zett, bitte. So, hallo Jungs. Hey Matthias, wir beide kennen uns noch gar nicht so gut, richtig, oder? Mhm. Wäre ganz cool, wenn wir uns mal kennenlernen. Ich bin Olli. Hey, cool. Hast du Bock? Pass auf. Warte mal, ich muss kurz mischen. Guck mich mal an. Das ist cool, wenn man jetzt Augenkontakt hat. Zieh mal ein, bitte. Zieh mal ein. Zieh mal ein. Ich misch die mal kurz durch. So, guck mich mal an. Komm, sag mal, Kumpeltyp. Steck mal rein. Das sehe ich nicht. Steck mal rein. Ist der gewesen? Echt gut. Dankeschön. Das nächste Mal, Olli, wenn wir eine Revenge haben, kriege ich dich. Dann lasse ich mir andere Sachen einfallen. Ich glaube, es geht jetzt los. Wenn du jetzt lachst, Nora Tschirner. Ich lache nicht. Wirklich nicht. Warum sollte ich denn? Mein Junge, ich frag dich jetzt. Lügst du mich an? Nein, Vati. Wirklich nicht. Du musst wissen, ich bin dein Vater. Du darfst deinen Vater nicht anlügen. Ich lüge nicht, Vati. Bist du das gewesen? Ja oder nein? Nein, Vati. Ich hab kein gutes Gefühl dabei. Hast du in den Garten geschissen? Nein, Vati. Okay, dann geh raus spielen. Danke, Vati. Kleines Püppchen, freches Püppchen, wo hat man dich zuletzt gesehen? Danke, Vati. Ja, du Ficker, Alter. Ey, du Ficker. Es tut mir leid, das war gar nicht so sehr der Gag, sondern es war eher so, was muss passieren, damit man den dazu überreden kann, sowas zu machen. George Clooney verkleidest du doch auch nicht als Alfred Jodokus Quack. Die Leute haben Hunger. Ja, genau. Oh, Scheiße. Oh nein. Ich hasse ihn. Was ist das? Also in so eine Großküche. Muss man auch für viele Leute kochen. Das ist anders als wie zu Hause. Muss man ganz andere Portionen muss man da machen. Oh, ich weiß gar nicht, wie kocht man denn für 30, 40 Leute? Frage ich einfach mal nach. Chefe? Was denn? Chefe, ich war noch nie in so eine Großküche wie. Wie kocht man denn? Oh Mann, du Fickwurm, du Kleiner! Du bist hier in der Ausbildung, du weißt doch, wie das geht, Mann. Kann nicht dein Ernst sein, du Spasti. Hier, nimm die Karotte mal jetzt. Hier, nimm die mal in die Hand. Oder komm mal hier mit dem Spaßschäler. Ich zeig mal hier, pass auf. Als erstes nimmst du den Schaft, ja. Jetzt den Schaft, langer Schaft. Und dann nimmst du den Schaft, langer Schaft. Hier, nimm mal in die Hand mit, langer Schaft. Langer Schaft, umdrehen. Und den Schaft, erstmal den Schaft. Ja, okay. Den Schaft. Da habe ich das noch nie gesehen. Ja, guck mal hier. Hier. Und dann wieder den Schaft. Okay. Den Schaft wieder nehmen. Und dann den Schaft. Und diese emotionalen Komponente habe ich. Pass auf, und dann. Und dann. Gesehen. Und dann hier. Wow. Jetzt guck mich mal an. Guck mich an. Ja. Hier. Und jetzt schön. Und nimm mal die Hand hier. Und jetzt langer Schaft. Auf einmal nicht. Mach Nora! Auf weiter, du Spritz. Und dann wieder den Schaft. Langer Schaft. Gibt's doch nicht! Was gibt's doch nicht? Scheiße! Das funktioniert einfach, indem ich dich einfach anfasse, weil diesen sexkranken Koch spiele. Und das ist einfach unangenehm. Ne? Auch, leider auch für Klaas natürlich. Ja, ne? Ja, ich kann. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier zur Quartalsauswertung und Besprechung der Unternehmensziele der CAG Invest zu kommen. Wir gucken mal ganz kurz hier in unseren erste Chart rein. Da sehen wir eindeutig die Kundenbewertungen. Da sind Numbers und Figures, die sind nah beieinander, ja, aber trotzdem muss man sagen, da kommt die CAG Invest halt im Großen und Ganzen nicht ganz so gut bei weg. Das ist natürlich auch dann am Ende Revenue Shares, wie Sie sie draußen verkünden.
sorgt dafür, dass wir halt nicht gut dastehen im Licht. Und wir können noch mal kurz hier zu den nackten Zahlen kommen. Das ist tatsächlich so, dass wir da relativ harte Fakten vorfinden. Was für ein Vorhang zu, bitte. Basti, warum musst du denn jetzt schon lachen? Es tut mir leid. Oh Mann. So, geht weiter. Relativ beeindruckend sind, wenn man das unter den Volumina 212 bis 16 beobachtet. Da sehen wir einen Zuwachs, gerade in Bezug auf die gewesteten Anteile. Und haben dann tatsächlich bei der Hypotheken Zinsentwicklung 2007 bis 2015 relativ verkackt. Das ist unangenehm, weil der Cashflow einfach ausgeblieben ist. Und ja, jetzt heißt es für uns zuschlagen und gucken, dass wir dem Kunden was bieten können. In dem Moment schließt doch kurz den Vorhang, Matthias. Ja, es ist halt voll aufgegangen, die Nummer. Ne? An dem Punkt ist es einfach auch leicht, war Klaas mit Zahlen zum Lachen zu bringen. Das findet er, Klaas mit Zahlen hat er unglaublich lustig. Ne? Sie beide haben gute Arbeit geleistet, das heißt aufatmen für Ihren Sektor. Das ist, ich weiß nicht, was daran so lustig ist. Das haben Sie verzapft alles. Das ist nicht so, dass ich das gerne zeige. Aber es sind die Zahlen, die Sie verzapft haben. Aber vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Knaller, der war doch spitze, siehst du? Willst du Opa mal was vorlesen aus der Zeitung? Ja, ich lese hier gerade aus dem deutsch-australischen Rüstungsprojekt mit einem Volumen von 35 Milliarden Euro wird nun doch nichts, ne? Aha, ja. Das ist ja interessant, ne? Da geht also der Bau von den 12 U-Booten doch an den französischen Staatskonzern ECNS, ne? Was ist da denn los? Ja, hätten die gedacht an ThyssenKrupp, ne? An ThyssenKrupp jetzt? Mhm. Die machen auch nur, was sie wollen da oben. Du hast ja gar keinen Gag. Wir wollen die doch zum Lachen bringen, die beiden. Das haben wir immer wieder gemacht. Ich meine, das sind obszöne Sachen, irgendwie Eier ans Kinn kleben oder so eine Pimmelnase. Und ich habe mir einfach gedacht, das muss doch mal reichen. Ich lese einfach nur aus der Zeitung vor und leg sie dann weg. Das ist aber echt zu wenig. Also wenn das schon alles ist, dann würde ich sagen, hau mal ab hier. Das ist kein Gag. Na ja, gut. Also echt, sowas, das geht hier nicht. Also das kann man nicht machen. Also dass man auch nicht mal hier einen richtigen Gag irgendwie bringt oder so. Ne? Ganz ehrlich. So. Ja, gut, das heißt ja erstmal noch gar nichts. Nee, ich finde... Ach, jetzt sehe ich das erst. Ich habe, wie gesagt, dein Sender hängt so raus. Pimmel sucht man normalerweise immer hier. Ja? Klaas hat sich folgendes Kniffes bedient. Pimmel von hier unten nach hier oben, aber nicht vorne, nee, nach hinten. Ich krieg den Pimmel nicht mehr vom Kopf. Kann mir einer den Pimmel abmontieren, bitte? Hinten? Hinten hatte der den Pimmel? Und da gehört er nicht hin, nämlich. Ja. Ah. 4. Oktober 1998, Klaas ist 12 Jahre alt. Oh nee, nicht wieder aus dem Buch da, wirklich. Liebes Tagebuch. Ich bin traurig. Gestern im Unterricht erzählte ich, dass mein Wunschberuf Model sei. Darauf brach meine Klassenlehrerin ein schallendes Gelächter aus und meinte vor versammelter Mannschaft: Nichts für ungut, Pummelnase. Aber du bist leider hässlich wie die Nacht. Als wären meine Eltern ein halber Schabrackentapir und eine Hyäne mit Schlaganfall vollgeschehen. Du siehst leider aus, als wäre ich mein blindes, ganz schlimmer. Das Einzige, für was du Model könntest, ist Sterbehilfe. Oder die Beulenpest kriegt mich nicht tot. Aber wäre nicht Grubenarbeiter die bessere Berufswahl für dich? Das Tagebuch, ich finde, das ist halt so ein bisschen so ein Sozialvoyeurismus, den man halt auch sein lassen kann. Und den finde ich auch nicht lustig. Und ich weiß auch nicht, wie der einer drüber lachen kann. Ach, komm, hör auf. So, gut. Nur mal aussetzen. Mensch! So, gutes Spiel, gell? Gut gespielt. Ganz gut gespielt. Dankeschön, ja, Nora. Was denn? Ja, dann nicht. Cool. Cool. Danke, sehr. Danke, danke. So. Ja, alles klar. So, dann wollen wir mal nach Hause jetzt, ne? Reicht jetzt auch. War witzig, aber jetzt reicht auch.
Wenn ihr noch mehr Videos von Zirkus Halligalli sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Für mehr Videos klickt einfach hier oder hier. Oder hier. Sabine? Was? Wir machen hier gerade was fürs Internet. Hau mal ab, bitte. Sabine? Hau hey. Ab, bitte. Bleib ganz ruhig stehen, Sabine. Dann fällt es nicht auf. Ganz ruhig, Sabine. Beweg dich nicht. Sag mal, hast du was an Ohren?